Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Fan Lost Place hier. Wir sind heute in einem Tanzlokal. Und was auf jeden Fall als erstes auffällt, ist, dass der Strom noch geht. Es leuchtet rot. Und jetzt zählt das auf jeden Fall auch neu da. Naja, erstmal sind hier Räume, die halt so gut wie leer sind hier hinten. Also hier ist nichts groß drin, ein bisschen zusammengeräumt. Ich glaube, das ist relativ klar, da brauchen wir auch nicht groß weiter gucken. Dementsprechend gehen wir mal weiter. Ihr seht mich wahrscheinlich eh nicht. Ups. Und schauen, was es hier sonst noch so gibt. Wenn wir jetzt in den Raum reingehen, sehen wir auf jeden Fall noch, hier sind deutlich mehr Sachen. Hier auf dem Tisch liegen jede Menge Schlüssel. Noch irgendein Brettspiel. Couches, Sofas. Spiegel. Und noch irgendeine Skizze von irgendeinem Werkstück. Keine Ahnung. Und hier noch irgendwelche anderen Sachen. Isolierkörper, Isolierkörpersetzmutter, Gerätemarkierer, Bolzen mit Gewinde und der Flucht- und Rettungsplan. Gehen wir jetzt weiter, kommen hier in den Bereich, wo es einmal nach oben zu den Privatraum geht und einmal hier in den Küchenbereich. Hier gehen wir einmal schnell durch dieses Zimmer durch und kommen damit hier hinter die Bar. Hier sehen wir, ist der ganze Barbereich. Bisschen ekelhaft ist auf jeden Fall dieser Drink noch, was auch immer da drinnen schwimmt. Und sonst sehen wir hier die ganzen angebotenen Drinks. Und der Kühlschrank und Gefrierfach. Allerdings ist der leer. Und sonst haben wir eigentlich noch einen relativ großen Bereich mit Stühlen. Und früher ging es auch nach draußen, allerdings ist das jetzt komplett eingestürzt. Deshalb gucken wir uns das logischerweise nicht mehr an. Ich kann mir auch vorstellen, dass das eigentlich früher mal ganz cool war. Weil einmal die Kästen mit Drinks, Kuchen, was auch immer da drin war, sehen eigentlich ziemlich cool aus. Dann die Barhocker und die ganze Bar sieht eigentlich auch ziemlich gut aus, meiner Meinung nach. Also ich wäre auf jeden Fall hingegangen. Was allerdings an dieser Wand ganz, ganz merkwürdig ist, ist, dass wir hier noch eine tickende Zeitschaltuhr haben. Hört ihr das? Aber was mir jetzt erst auffällt, ist, wie krass ist eigentlich diese Zapfanlage. Ich meine, es sind jetzt keine Zapfhähne mehr dran. Aber vom Prinzip aus Marmor, finde ich, sieht es schon ziemlich geil aus. So, und dann gehen wir jetzt einmal schnell an der sichtbaren Stelle vorbei nach oben und schauen, was wir da so Schönes finden. Kommen wir erstmal in so einen Gang mit einem privaten Bereich und einem weiteren vermeintlich privaten Bereich. Wir schauen auf jeden Fall erstmal kurz hier rein. Hier war früher eine Toilette mit Duschen. Noch irgendein anderer Sanitätsraum, so wie es aussieht. Und hier hinten steht noch irgendein Schreibtisch. Und hier liegt auch wieder jede Menge Müll rum. Sieht ein bisschen aus wie eine Ecke, wo vielleicht der Chef oder so mal gesessen hat. In dem privaten Bereich haben wir wieder einen langen Gang. Links und rechts Zimmer mit Nummern sogar komischerweise. Das Zimmer ist komplett leer. Die ganzen Schmetterlinge an der Wand würden aber eigentlich auf Kinderzimmer deuten. Auf der anderen Seite einfach ein Zimmer, wo alles komplett zusammengestellt ist. Irgendwelchen Schränken, vielleicht ein Verwaltungszimmer. Gehen wir dann weiter, kommen wir zum nächsten Zimmer, Nummer 10. Mit Spielsachen drin und vor allem einem Spielteppich. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz merkwürdig, weil erstens, warum haben die Zimmer der Kinder Nummern? Das ist irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und vor allem, warum wurde es einfach so zurückgelassen? Dann haben wir hier noch ein weiteres Zimmer, was wiederum leer ist, wie ein Badezimmer aussieht. Und hier noch ein Kinderzimmer. Irgendein Joystick für den Computer. Der Computer liegt da unten an der Wand. Früher wahrscheinlich mal eine Monitorhaltung, ohne sogar noch die Jacke hängt da. Und sonst hängt hier auch ein Schreiben von der Bundesagentur für Arbeit.
ein Vermittlungsvorschlag für einen Ausbildungsplatz in einer Aktivierung für das mobile TAN-Verfahren aus 2015. Erziehungsberechtigter, alles irgendwie aus dem Jahr 2014, 2015. Eine Mahnung, dass irgendwie nicht eingezogen werden konnte vor Mobilfunk. Und hier liegt auch noch ein Mainboard. Also ein Mainboard. Da noch ein Computer mit Mainboard. Hier, wie gesagt, der Joystick. Also schon ein bisschen fragwürdig alles. Sonst, wenn wir nach ganz hinten kommen, ist ja auch nochmal eine große Kommode. Irgendein Home-Trainer 2.8. Hier wieder eine Dusche. Und noch ein Aufgang ins Dachgeschoss vermutlich. Da gehen wir aber nicht hin. Und dann kommen wir in den nächsten Raum. Hier liegt noch eine Grafikkarte. Hier eine Menge Bilder, einen Controller. Noch mehr Bilder. Eine Informatikfacharbeit. Und wieder nochmal viele Bilder. Und man erkennt auf jeden Fall, dass es dieselbe Person ist. Das ist schon krass. Wenn wir weiter gucken, sind auch noch mehr Bilder. Und zwar echt viele Bilder. Dann noch einen Berufseignungstest. Ein Spiel. Kopfhörer. Irgendwas aus der Schule. Zum Zweiten Weltkrieg. Geschichte, Abitur, Geografie, Abitur. Da liegt nochmal eine Grafikkarte im Schrank und eine Kühler und so. Hier noch irgendwie ein leeres Fotoalbum. Und hier liegen noch irgendwelche Lernhefte. Orange Line. Also scheinbar Englisch, aber das hat er scheinbar auch nicht angefangen. Dann noch ein Französischbuch. Hier Klassenarbeit 3, Rechtschreibung und Grammatik. 2014, Klasse 8D. Nochmal Geschichte hier unten. Das ist schon krass, wie viele Sachen hier einfach rumliegen von dem Typ. Und es juckt einfach mal genau keinen. Irgendwo in Norddeutschland steht dieses alte Gebäude. Beworben als Diskothek und Tanzclub mit einer Cocktailbar und einem vielfältigen Musikangebot, bleibt davon ungefähr 5 Jahre nach der Schließung nicht mehr viel. Eine verwüstete Cocktailbar mit einem Außenbereich, der zum Teil eingestürzt ist und komplett durchwühlte Privaträume, in denen sich jede Menge private Erinnerungen der Familie finden, die wahrscheinlich die Betreiber waren. Doch irgendwie ist dieser Ort nicht ganz verlassen. Immerhin geht der noch vor kurzem ausgetauschte Stromzähler noch. Doch was genau mit diesem Tanzclub passierte, ist ungewiss. Ich muss schon sagen, ich finde es schon krass, wie viele Sachen hier einfach rumliegen. Und es juckt einfach keinen, als ob die vom einen auf den anderen auf den nächsten Tag weg wären. Hier liegen noch die Klassenarbeiten. Wer lässt seinen PC liegen eigentlich? In dem anderen Zimmer, ihr habt den Spielteppich gesehen. Also keine Ahnung, richtig viele Sachen auch, die man einfach nicht so liegen lassen würde. Also es ist schon irgendwie ein bisschen fragwürdig. Und vor allem dazu kommen so viele private Bilder, die ganzen Bilder, also die lässt man ja normalerweise auch nicht liegen. Also das will man ja auch eigentlich nicht, dass es irgendwem in die Hände fällt. Und deswegen frage ich mich halt so, wie kam es dazu, dass auf einmal irgendwie hier nichts mehr ist. Und was halt zu dieser ganzen Zimmernummer-Thematik noch dazu kommt, ist irgendwie, dass auf jedem Zimmer so ein Waschbecken ist. Mäßig wie ein eigenes Bad, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Und noch dazu liegen hier einfach jede Menge Klamotten, das heißt, nicht nur im Schrank, sondern auch noch hier auf dem Boden. Es sind überall Klamotten, das heißt, sie sind scheinbar echt geflüchtet. Zum Schluss kann man auf jeden Fall sagen, das alles ist sehr, sehr merkwürdig. Es scheint ein bisschen so, als ob vielleicht, keine Ahnung, 3 Kinder hier gelebt haben. Irgendwie ein Junge, der hier wahrscheinlich der Älteste war. Da liegen Bücher vom Abi und von Ausbildung. Und dann einmal die ganzen Kuscheltiere auf dem Boden, die vermutlich dem Kleinsten gehört haben, der dieses eine Zimmer hatte. Und dann vielleicht noch eine Schwester, die irgendwie vielleicht früher nur dieses Zimmer hatte, mit den ganzen Schmetterlingen. Und später noch jedes zweite Zimmer hinzubekommen hat. Ob so war, weiß man natürlich nicht. Und damit würde ich sagen, das war's von einem weiteren kleinen, feinen Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. In dem Sinne, Schluss aus der Blast noch raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein. Ciao.